Ja, dann pulverisiere ich das einfach mal mit meinem Blick. Frag mich immer, wie ich das mache ohne Werkzeug. In den Händen zerdrücken. Das sieht so ein bisschen aus wie Koks. So. Das ist das schöne weiße Pulver. Ach, wir hatten ja vom Fahrschützengewehr schon Gussform fertig. Nein. Ja, wir müssen noch einen Teil bauen, ja. Ich hätte jetzt alle Formen nochmal gebaut. Man kann nie genug Formen haben. An der oberen bist du dran. Das heißt, unten an der Gussform kann ich arbeiten. Unten kannst du arbeiten, oben bin ich dran, genau, richtig. Wobei, ich würde sagen... Ach, mal Eisen, warte mal. Mal Eisen habe ich gerade schon. Dann packe ich dir nochmal Eisen. Wo war es denn gerade da? Jetzt sind es schon mal 9 Eisen. Die, wenn du die zerlegst, kriegst du eh mehr raus. Und der Rest schmilzt noch vor sich hin. So, und dann wollte ich gerade noch bauen irgendwas aus Holz. Um die Mauer wieder ein bisschen zu reparieren. Dann gucken wir mal für ich habe gerade die Löcher in eine Holzmauer gestopft. Also. Die linke, du meinst, du da rauskommst links? Ich bin einmal die Holzmauer rumgerannt. Also gut, dann mache ich das Holz wieder da rein. Dann vertraue ich dir, was natürlich der Splinter ein Fehler ist. Definitiv. Aber ich tue es trotzdem. Ich glaube, ich muss gleich mal meinen Jagdgewehr mal austesten. Schön, dass ihr die Torches noch angebracht habt hier, das ist ganz gut. So. Draußen? Richtig schön, ja. Die Bandage mal dachte da rein. Ich mir. Die behalte ich. Ich finde ja die Painkiller-Geschichte echt cool. Dass die wie bei Max Payne und KKG funktionieren zum Heilen. Dauert zwar ein bisschen, 0,5 nur, aber es heilt. Aspirin, ne? Wow, da kommt Bahn. Da kommen die Zeugen Jehovas wieder. Jo. Aber da komme ich aufs Dach, da muss ein bisschen die Sachen erschießen. Ich wollte zwar gerade noch was anbringen, aber... rechts, links, geradeaus, wo kommen sie her? Aus Süden. Süden, also da. Ja, ich komm mal. Wenn ich runterkomme, breche ich mir wieder alle Knochen, dann gehe ich doch lieber hier die Tür. Guck mal lieber die Tür. Ich vergesse immer, dass wir so einen Graben haben, den ich draufstellen kann. Das ist keine Kugel mehr. Ich komme. Stirb mir nicht weg. Nee. Mir ist ja noch ein Loch. Hilfe. Ihr mögt Löcher. Gut, ihr seid Männer, ihr müsst Löcher mögen, aber. Also für den Schaufel so. Brauche ich relativ viele Eisen. Ich bin kurz mal abgehauen. Ich mach dir gleich genug Eisen. Ich dachte, du machst jetzt genug Löcher. Das auch. Ach, so viele sind noch gar nicht unterwegs. Ist doch richtig chillig. Irgendwas klopft halt an die Wand, aber ansonsten. Ich habe nur Angst, wenn ich hier runtergehe, dass ich nicht mehr reinkomme. Hallo. Fuck, runtergefallen. Aber sie hat mich nicht erwischt. Und sie hat mir eine Öffnung gemacht. Das ist toll. Da komme ich noch nicht durch. Verdammt. Also sprich, wir haben schon wieder eine Lücke in der Mauer. Das Holz hält aber auch nichts aus. Lass mich rein, lass mich rein. Oh, ja, das sieht doch gut aus hier. Ha. Ich hab die Mauer ausgetrickst. Ausgezeichnet. So, ja, wie gesagt, die Kartoffeln sind gepflanzt. Die brauchen ja ein bisschen, bis sie wachsen. Was machen wir aus den Kartoffeln eigentlich? Essen, so wie sie sind. Also ganz normal. Du brauchst sie nicht kochen, die kannst du so abnehmen und essen. Okay, not bad. Dann gehe ich jetzt noch mal ganz kurz hier mit Stacheln spielen. Bringt es eigentlich was, wenn man die wirklich so an die Wand direkt dran klebt? Die Stacheln? Also laufen auch dann rein, ja. Und dann drehe ich die jetzt mal an die Wand. Ewig. Ja, genau. Damit wir schön Zombie am Spieß dann essen können. So, da muss ich selber reinlaufen. Das wäre wieder typisch. Arsch ist zu fett. So. Warum laufe ich jetzt mit dem Ding? Achso, weil ich das noch schmelzen wollte. Hüpf. Häschen, hüpf. Hüpfel, hüpfel. Du bist hier unten dran, genau. Mal kurz gucken, ob oben jetzt alles fertig ist. Ja, 10 Ingots und 3 sind noch drin. Sehr schön. Also, muss sagen, bringt natürlich mehr, unten das Eisen rauszuholen. Das hat eine 1:1 Rate, ne? Als das aus dem Stein, aber ist es immer so Komma irgendwas. Hier kommen noch ein paar Metal Strips rein. Kann ich die hier wieder packen?
Nägel haben wir auch noch. Alright. Na, Schmatz, schon wieder einer. Gleich ist das ganze Fleisch wieder weg. Ja. Fleisch essen dich auch. So, ich brauch noch Eisen. Dann kann ich den. Hier oben ist Eisen. Also es sind 10 richtige Eisen und du brauchst, glaube ich, Strips oder so, ne? Ich habe da Strips reingelegt. Nee, die sind die Strips, brauchst du gar nicht. Du brauchst die anderen. Die Pipes brauchst du, glaube ich. Oder? Warte mal, ich kann auch Sniper bauen. Sniper Rifle. Du brauchst. Achso, für die einzelnen Dinger. Ich brauch Eisen. Richtiges Eisen? Oder auch Eisenschrott, ist mir auch egal. Geht auch. Musst du die richtige Kiste aufmachen dafür. Ach, da waren die Nägel drin. 3 Eisenbarren weg, dann kann ich nicht das letzte Stück des Scharfschützengewehr. Komm nur bei. Ohr noch zu Ende bauen. Fehlen nur noch 2 Stück. Also, habe ich schon 4 Stück. Ich habe noch jetzt wieder 4 Eisen, einer kommt noch. In 7. Nein, in einer Minute ungefähr. Das 7 und 1 ist schon schwer. Ja, das Rechnen ist wie gerade eben, ne? Mit Aufteilen von irgendwelchen Benzinkanistern. Wo stehen die eigentlich? Was? Ich hab dann das. Achso, ich wollte das Holz wieder weg tun. Zack. So, jetzt habe ich langsam wieder ein bisschen Platz hier im Inventar. Ach, das heißt, ich kann die Spike Club auch eventuell reparieren, wenn ich jetzt weiß, wie es geht. Metal Strips, genau. Das wäre mal echt gut, weil die ist. Der Sledgehammer ist zwar stärker. Ja, geil, Nomad. Gucken, wie viel. Ach Gott, hier, das braucht halt ewig viele davon zum Reparieren. 5 rein. Das ist fast die Hälfte repariert, also. 6. Ja, das. Also reparieren ist ganz schön verschwenderisch. Da kannst du ja fast eine neue von bauen. Vor allem musst du immer schätzen, wie viele. Jetzt ist er wenigstens wieder ganz gut. Komisches Gefühl, auf dem Gitter zu laufen, unter einem diese Stacheln. Lalalala, what? Schaschlik. Schischkebab. Ja, ach nee, das ist nur für die Bomben, die Sachen. Machinator sitzt da in der Ecke. Sieht aber auch geil aus. Die Frau mit dem. mit dem Rugby-Helm und der Rüstung. Aber wo? Wie sieht's aus mit den Rüstungen? Ja, eins Moment. Nach dem anderen. Entweder das Scharfschützengewehr oder. Achso, du machst beides. Ich dachte, Basti wollte nochmal irgendwas basteln. Ich kann nur die Stiefel. Die hab ich auch noch nicht. Pack die Knochen jetzt noch rein, die bin ich. Das packen wir auch da weg. Lebe ich noch? Ja, ich lebe noch. Sehr. Und wenn du hier oben bleibst, gibt es gleich eine Handvoll Scharfschützengewehre für alle. Yay! Scharfschützengewehre für alle! Für dich ein Scharfschützengewehr und für dich auch! Brauchen wir nur Munition dafür noch. Oh, da habe ich noch ein paar. Na, für Munition brauchen wir die 762er Patronen. Genau. Aber das ist kein Problem. Ich kann mal welche herstellen. Was damit? Ich kann auch welche. Mach. Ja, deswegen, weil du stellst was her und dann stelle ich was her und dann sind wir alle glücklich. So. Ich kann jetzt momentan nur 23 herstellen. Uns fehlt nämlich tatsächlich Gunpowder. Aber das kann man, glaube ich, auch herstellen. Aus Kartoffeln. Das wäre geil. Kannst du einen Schießpulver anpflanzen aus? Schießpulver aus Kartoffeln, genau. Also. Kartoffelbomben, oder? Strom aus Kartoffeln. Was war Schießpulver, ne? Powder. Gunpowder, da haben wir es auch. Das wird hergestellt aus, lustigerweise, was vorhin gesagt wurde, und lass mich raten. Kohle. Hervorragend, davon haben wir gar nicht wenig. Allerdings Lamp auf Kohle. Also, in der unteren Waffenkiste liegen jetzt 3 Scharfschützengewehre. Warte, in welcher? Cool. In der oberen hast du gesagt. In der unteren. Achso. Das ist gleich. Ich hab mal eine genommen. Auf dieser Schmiede hier liegen jetzt 600 Metallschrottteile. Die sind in einer Stunde oder so fertig. Auf dem Ding da? Okay. Auf welcher Schmiede? Und wer will, ich schmeiß euch mal hier so ein MacGyver-Buch raus. Achso, nee, falsches Spiel. Ja. Vor allem falsches Spiel. Also irgendwie, heute ist nicht so mit Denken. Heute?
Habt ihr jetzt alles schon weggefressen, weil ich geholt habe? Ist ja unfassbar. Oder liegt auch ein Grill was drauf? Ich hab grad was draufgelegt, aber ich muss grad noch die Kohle rauflegen. Ich mach mal grad so ein bisschen Schießpulver. Bin bei 130, 40, 50, 60. Ich glaub, ich dringend was essen langsam. Ich auch, ich bin hier auch schon wieder komplett unten. Hast du durch. Oben und unten was draufgelegt, Marc? Unten. Und jetzt unsere Kohle rauflegen. Gut, dann werde ich oben das Wildbrett abbraten. Ey, da sind doch ein paar Eisenstiefel in der Kiste. Was, wo? Unten, oben, rechts, links? In der hinteren einzeln stehen, wenn keine oben drauf ist. Stiefel, Eisen, selber. Ach da, also sehen sie, weil sie so ähnlich aussahen. Und die Hose kümmere ich mich kann gleich. Kann ich die Kohle hier aufnehmen oder braucht... oder? MacDiver? Warum liegt die hier auf dem Boden? So, wir liegen 64 Kohle auf dem Boden. Oh, was? Wo? Nee. Oh. Wo? Dann hebst du auf und packst sie rein. Hab sie mitgenommen. Sonst sind sie mir wahrscheinlich rausgefallen, wo irgendwie. Ich wollte gerade was herstellen. Und zwar. Weitere Munitionsdinger. Genau, jetzt kann ich wieder herstellen. Und zwar 96 Kugeln. Hört sich ja gut an. 762er natürlich. Aber da lohnt sich die Supply-Kisten, die vom Himmel fallen, doch? Ja, da kommen die besten Rezepte bei raus. Ja, vor allem die ganze Ausrüstung für Scharfschützengewehr. Ich finde das tolle Geräusch zum Herstellen so super geil. Da kann man einen Song draus machen. Ding, di, di, ding, di, ding, 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 ding. Und ich hab euch mal Alkohol getrunken. Manche haben einen permanenten Level, das ist dann... Nur wenn man gut drauf ist. Oder wenn man bescheuert ist, oder beides. Gott, gleich ist es durch. So, jetzt haben wir 119 Kugeln. Ich sehe schon Basti, ich nehme mir 100. Kann er nicht, die habe ich ja. Nein. Ich koch da immer noch ein bisschen Wasser. Wir brauchen jetzt wieder Bullet Casings. Das heißt, wir können gleich wie die hergestellt werden. Patronengeschosse aus Blei gießen. Die Form liegt da. Aus Blei. Das haben wir, glaube ich, auch da. Glaube ich zumindest, dass genau, es Blei ja, ist da. Und dann... Genau. Die Tipps ganz aus. Die Tipps brauche ich nicht. Ich brauche wirklich die Casings. Aber die habe ich gerade drin. Bullet Casing Mold. Die machst du aus Brass. Und da haben wir 14 von. Hervorragend. Aber oben wird gerade benutzt und unten auch, ne? Jo, ich glaub ja. Ist die untere Forge in Betrieb? Ich glaube nicht. Also ich bin ja in unterem Forge nicht mehr dran. Da wurden zwei Spots dran. Oh, ach stimmt. Eine Kohle, 387 Minuten. What? 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 Das ist natürlich geil. Leider geil. So. Dann mache ich jetzt gerade mal Casings. Und das werden recht viele, wie es aussieht. Ich koche unten Wasser ab, also in der Mitte. Gehe ich nicht dran. Die Forge unten ist jetzt auch unter Beschlag und es dauert ein Weilchen, weil da relativ viel... Hier oben bei dem Ding koche ich jetzt den goldroten Tee ab. Der bringt mehr für die... für den Durst. Ja, und die Armbrust tue ich jetzt auch mal weg, weil die braucht keinen Arsch mehr. Was? Ich sitze da hinten gemacht, Basti. Na, warum machst du das jetzt doppelt breit, Basti? Ist doch nicht schlecht. Ist doch mehr Platz. Aber erstmal dann Eingang reicht doch, oder? Ja, da weiß ich doch wieder, dass die anderen mich runterschieben. Ach. Hast du schon komplett gezogen? Nee, okay. Also falls du noch ein paar hast, dann können wir nochmal komplett rumbauen. Yeah. Okay, und ich habe jetzt hier nur testweise nochmal mit dem Zaun. Wir haben im Übrigen unweit von hier noch ein sehr schönes Gebäude. Wenn das nicht schon so weit ausgebaut wäre hier, wäre das echt ein super... Obwohl, es ist nicht am Wasser. Hat sich erledigt. So, jetzt habe ich die Stiefel an, jetzt fehlt mir noch die Hose und ansonsten bin ich dann eigentlich, glaube ich, ganz zufrieden. Gibt's was Höheres? Nee, ne? Marc, ich habe noch 8 in den Koffer gepackt. Ach, wo, Koffer? 8, okay. Eben, ich sehe den bei euch draußen weiter. Jetzt müssen wir dann mal gucken, dass wenn es Tag wird, wir auf Action gehen. Zombiejagd oder was? Ja. Marc, hast du schon eine Eisenhose oder hast du auch noch keine? Mal nachschauen. Das ist so geil, so richtig schön mit Zoom. Ich hab noch keine. Ich trage eine Jeans. Also okay. Ich hab keine Eisenhose. Die Veranda bräuchte ja eigentlich noch so einen dann Zaun. Dann stelle ich jetzt mal 3 Eisenhosen für uns alle her. Das sieht aus, du hast ein ganz kleines Gitter in der Hand bei mir. Echt?
Ja! Warte, halt mal still, halt mal still. Halt still. Geil, danke. Sehr cool. Und das wird dann magisch größer gemacht und liegt dann vor dir quasi. So, genau. Das heißt, ich habe jetzt eine Shotgun, eine Sniper. Ich sortiere jetzt gerade ein bisschen. Und. Der Shotgun fehlt mir immer noch. Ich glaube, die wird immer zusammengebaut und aus einem Formabriss gemacht. Ich will keine Kritik äußern, aber. Das war ganz, ganz am Anfang, als wir das noch nicht wussten. Die habe ich schon ewig lange im Inventar. Haben wir ja nicht alle Teile dafür? Nee, ne? Das müsste ich nicht sagen. Shotgun Barrel haben wir und Shotgun. Ich kann sogar einen Eisenhelm bauen. Oh, ja, nehme ich auch. Ja, ne? Ja. Ich denke, das nehmen wir alle. Ja, das ist. Was für ein Eisen? Geschmiedetes Eisen. Hammer hier drin irgendwo, warte mal. Habe ich komplett rausgenommen. Ich muss doch Hosen haben. Stimmt. Kann ich noch welche herstellen? Ich nehme die Hosen aus der Kiste raus, die braucht kein Mensch mehr. Warte mal, Forge. Geschmiedetes Eisen, du kannst da hinten in der Schmiede, wird doch gerade Eisenbarren hergestellt. Ich mach mal kurz. Kannst du schon mal welche rausnehmen? Wie viel brauchst du denn? Ich traue mich nicht ranzugehen. Ich brauche pro Helm. Ich nehme die raus. 25, ja, kommt, nö, ich pack, mach mal 24 Forged Iron. Ich hab noch welche im Inventar. Okay. Ohne Probleme. Und dann sind es noch genau welche. 16, 20, das reicht eigentlich schon, aber trotzdem 24. So, ich leg die jetzt dann in unten, ja, da rein. Cool. So, quasi hier in der. Perfekt, dann gibt's eine Ladung Eisenhelme noch. Ausgezeichnet. Das ist Teamwork, wie ich es liebe. Ja, ziemlich geil, dass wenn das unter Fuchs jetzt bei uns. So, und dann wirst du erleben, wir werden einmal angehauen und sind trotzdem tot. Ja. Ist noch eine Schmiede? Nee, keine Schmiede sind mehr. Sind alle momentan belegt. Blöd. Mal kurz gucken. Ja, meine ist auch fast fertig. Wir haben jetzt fast 500 Bundle Casings. Jetzt sind es 500. Und in 1 Minute 30 ist sie unten frei, dann kannst du die haben. Draußen okay. Haben wir, glaube ich, Nachbarn. Und die Türen bleiben immer offen. Warum sind die Türen hier immer offen? Jetzt zieht's doch. Ist doch Winter. Wie meine Arbeit zu legen. Ist kalt, ist kalt. Es ist ja auch kalt. Marcy? Ich hab. Ja. Nee. Okay, die Modes für die Handguard und für das Scope haben wir schon, ne? Vom Sniper. Ah, da klopft er sich durch, der Geselle. Ja, die müssten wir. Für was haben wir die Modes? Aber für alle Sniper-Teile jetzt die Mount, oder? Ja. Okay. Na komm. Zeig mir deine Birne. Ja, noch seh ich's nicht. Oh ja, das ist der Sniper-Rifle. Ich nehme mir einen. Ich hab extra für ihn einen reingelegt. Und die nimmt auch die 765, ne? Ja. Oh, ich muss euch erstmal nachladen, bevor ich schieße. Alter, ist das gut, das Ding weit. Ja. Ich muss euch noch die Kugeln geben, fällt mir gerade ein. Ja, die Kugeln werden gut. So, in der Klamotten-Supply-Kiste, also die ganz vordersten einzeln stehen, sind für jeden drei Eisenhosen, also für jeden eine Eisenhose und ein Eisenhelm drin. Geil, Omar. Und die alten Stoffklamotten, die hau ich morgen in der Truhe rein, wo wir nicht brauchen. Die Kugeln, wo packe ich die denn? Ah, die packe ich auch zu den Explosives, glaube ich, rein. Das macht am meisten Sinn. Ja, da sind auch welche drin. Warte mal, das folgendermaßen. Wir sind vier Personen, das heißt. Aber man kann hier so total toll. Ups. Hoppla. Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Was denn? Was hast du gemacht? Ich habe die splitten wollen und suche jetzt gerade die Kugel, wo sie hin sind. What the fuck? Baut ihr was ab oder sind das die Zombies? Also das sind dann die Zombies. Achso, okay. The hell? Wo sind die ganzen Kugels hin? Hast du sie vielleicht fallen lassen? Ja, aber ich sehe sie nicht, wenn ich sie fallen hab lassen. Nicht, dass sie jetzt in die Kiste reingefallen sind, ich sie deswegen nicht sehe. In der Kiste ist aber nichts drin. Nee, ich meine unter die Kiste oder sonst wo sie gefallen sind. Ich stand recht nah an der Kiste drin. Ja, das ist doof. Warte mal, ich mache jetzt folgendes, ich baue eine neue Kiste. Da ist ja nicht viel dran, ich nehme das mal gerade raus, mache die Kiste weg und gucke drunter, weil das wäre sonst ein bisschen Arsch. So. Wird einmal laut, die Kiste ist leer, keine Sorge. Nö. Cooler Bug.
Suchst du die Patronenhülsen? Nee. Nee, ich such die ganzen 762er, die mir gerade hier wahrscheinlich zur Hand gerutscht sind. Ja, dann sind die wahrscheinlich in den Boden gefallen. Oder sonst irgendwann. Das waren ja nur ein paar. So, 200. Oder sind die, oder sind ins Crafting irgendwo reingerutscht? Warte mal. Nee, sind sie nicht. So, du stellst die Kiste da mal wieder hin. Ich wollte da was reinpacken. Ah, das ist doch echt doof. What the fuck? Oh, da muss ich ja nochmal welche herstellen, meine Güte. Ich hab mal kurz runter, wenn die chronischen Patronen wieder raus. So. Du wolltest die Kiste hier wieder hinstellen. Muss mal ganz vorsichtig sein. Dann bauen wir halt nochmal welche. Das sind allerdings nicht ganz so viele erstmal. What the fuck? Gut.